Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Oblivion. Wir sind gerade im Brumma und ja, wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen hier erkunden, was die Stadt denn so bietet. Ich will ja auf alle Fälle noch ein bisschen Zeug verscherbeln. Da suchen wir uns jetzt erstmal einen Händler oder sowas. Das sieht nach einer Herberge eher aus. Meine Kinder hungern. Bitte helft. Ich spare, um Medizin kaufen zu können. Ja, erstmal schauen wir mal, Sirok ist ein guter Heiler. Zwar ist er ein Rotwardoner, doch vom Verhalten her könnte man ihn gut für einen Nord halten. was. Nee, hier. Vielen Dank, mein Herr. Möge Anu euch segnen. Nordwinde, das ist glaube ich eine Sch Taverne oder sowas. Hier, das sieht nach Händler aus. Novaroma, gucken wir mal rein. Ich bin Surotan, stolzer Eigentümer von Novaroma, einem kleinen Stück des Zentrums des Kaiserreichs, hier in den hohen Gebirgszügen des Schiralgebirges. So, ach, dann müssen wir jetzt erstmal wieder hier. Was? Also das mag er, das mag er, das mag er Das soll. nicht. Ich wünschte, ich könnte. Hört auf. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Das mag er, das mag er, das Versucht mag er nicht. Das, das mag ist er auch nicht nicht. komisch. Weder jetzt. Das ist nicht komisch. Ich wünschte. Ja, oh ja, was immer ihr sagt. Weder jetzt. Das soll eine tolle. Ja, oh ja, was immer ihr sagt. So, das dürfte jetzt schon mal ein ganz guter Wert sein. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ne, wir wollen verkaufen. Oder tun wir jetzt auch erstmal ein bisschen falsch. Erst Lehrling. Fangen wir mal hier an. Das nimmt er sogar, ohne zu meckern. Dann gehen wir mal noch ein bisschen hoch. Ihr müsst mir schon ein besseres Angebot machen. Aber halt, das verkaufe ich woanders. Hier verkaufe ich jetzt mal nur so Zeug, was ich nicht brauche, also sowas. Nein, noch nicht. Moment. Ich muss mal ein Stück runtergehen. Sehr schön. Trank der Hexerei können wir erstmal auch verkaufen. Das hier hauen wir mal weg. Also. Ihr seid. Da hätten wir auch gleich beide verkaufen können. Zack. Oh, das geht auf der Was Xbox. Ist mehr? Wir sind nicht einfach. So, den Seelenstern behalten wir noch. Die Perle kann sie noch haben. Den Silbercrow kann sie noch haben. Ein Ex. Die Wolfsfälle kann sie noch haben. Ihr seid ein harter Falsch. Hab Dank. Auf Wiedersehen. So. Auf Wiedersehen. Und dann gibt's doch bestimmt noch irgendwo einen Schmied hier. Ja, das ist eine Herberge. Was ist denn Nordwinde? Okay, dann gucken wir in Nordwinde doch auch mal noch kurz rein. Klingt zwar nicht gerade nach einem Schmied. Ah, das ist ein Kleidungshändler oder sowas. Skjarta, Nordwinde. Ja. Wir führen Kleidung und Rüstung. Und ich habe... Was darf ich euch anbieten? Also Rüstung sehe ich hier nicht. Nee, da gehe ich lieber zum Schmied. Lebt wohl. Grüße. Ich ah, bin hier. Hier ist Rüstung. Ich bin Olfand, Ausbilder für leichte Rüstung. Skjorta und ich führen die Nordwinde. Entschuldigt uns bitte. Wir haben letzte Nacht ein kleines Wetttrinken veranstaltet. Ich bin noch ein bisschen benebelt. Jo, das passiert. So. Ich kann alles reparieren, was ich. Ja, das machen wir nachher. In das Ordnung. Machen wir erstmal hier ein bisschen. Das machen wir überhaupt nicht. Ein bisschen lachen. Ach du Scheiße. Machen wir auch nicht. Nichts als leer. Wo habt ihr. Ihr braucht eine tolle Geschichte. Für mich? Nein, das wollte ich doch nicht. Nicht nötig gewesen. Nee, das wäre echt nicht nötig gewesen.
Das wollte ich nämlich auch gar nicht. Gute Arbeit. Ja, das war scheiße. Oh, das war scheiße. Euch eure Worte. Ach, wo habt ihr den? Ihr braucht gar eine tolle Geschichte. Ihr braucht gar wirklich? Ah, das ist wirklich komisch. Ja, jetzt haben wir mal einen schönen hier. Perfekt. Geschichte. Nicht. Oh, der ist klasse. Da bekommen wir einen schönen hoch. Ach, und gleich nochmal. Erzählt nicht so bemerkenswert. Perfekt. So. Ich kann euch viel zeigen. Ist an sich was, was mich interessiert, aber noch nicht jetzt, weil so viel Geld kann haben ich wir euch schlichtweg etwas von noch nicht. Zeigen? Oh, was denn hier Schönes? Schwere Rüstung. Ja, ich bin nicht so der Freund von schwerer Rüstung. So, den kannst du. Achso, Moment. Falschen. Falschen wollen wir noch. Das ist viel mehr wert. Das ist viel mehr wert? Das kann ich nicht machen. Ja, gut, dann gehen wir jetzt mal auf hier. Ein gutes Geschäft. Na, also. Ist doch nicht so schwer. Das weg, das weg. Alles weg, was wir nicht brauchen. Wir können ja auch mal gucken. Reparieren können wir sonst selber. Aber hat er vielleicht einen Lederhelm? Sieht so scheiße aus. Ich bin eigentlich immer ein Freund von Kapuzen oder sowas. Ich weiß eure. Auch hier. Wow. Hilfe. Dann müssen wir nochmal zu Nord. Achso, nee, das ist ja sogar hier. Was wollt ihr? Das würde ich gerade sagen, wir müssen nochmal zur Nordwinde, aber das sind wir ja schon. Kommen wir zum Geschäft. Ja. Hast du eine Kapuze? Nee, natürlich nicht. Das ist nur für ein Kleidungsgeschäft, ey. Wiedersehen. Hab Mitleid. Du hast schon was von mir bekommen, Junge. So. Schauen wir hier mal noch ein bisschen weiter. Einen wunderschönen guten Tag. Einen eben solchen. Achso, da ist wieder die Herberge, da waren wir schon. Eine Statue von wem auch immer. Wie geht es euch? In Ordnung. Und ihr? Es ist eigentlich so die erste wirkliche Stadt, die wir uns jetzt angucken. Kroll sind wir ja nur durchgereist. Jo. Irgendwie sieht auch jede Kapelle hier im Spiel gleich aus. So. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Was es hier noch so gibt, was haben wir hier? Auch eine Taverne? Oder ein Wirtshaus oder wie auch immer. Ein Geist. So, wer bist du? Womit kann ich euch heute dienen? Achso, du bist hier der Inhaber. Alle Welt redet natürlich nur noch über den Mord. Hier, hier, nehmt meinen Rappenkurier. Geht nur, behaltet ihn ruhig. Aha. Habt ihr von Jorundr gehört? Er wurde erwischt, als er Gold stehlen wollte. Und jetzt ist er im Knast. Arnora ist sicher zu Tode betrübt. Arnora und Jorundr waren einst ein glückliches Paar, doch das ist vorbei. Wie ich hörte, nahm er all ihr Geld und versteckte es, nachdem er einen Überfall begangen hatte. Er wollte ohne Arnora verschwinden, wurde jedoch gefasst, bevor er entkommen konnte. Und sie blieb völlig mittellos zurück, die Ärmste. Das klingt doch nach einer Quest für uns. Was läuft denn immer so? Die Gräfin kommt aus den Ländern am Nieben, wie die meisten Angehörigen der Gilde und der Kapelle. Ihr werdet aber feststellen, dass es sich bei den meisten anderen um Nord handelt. Mhm. Na gut. Vielen Dank soweit. Ich wünsche euch eine gute Reise. Vielen Dank. Ist hier noch?
Unmöglich. Hier ist noch eine Tür. Wo geht's hier lang? Achso, das ist nur. Okay. Gut. Dann haben wir ja schon wieder eine Quest bekommen. Die kann man eigentlich dann auch gleich mal starten. Nein. Die machen wir dann gleich. Ich möchte nur noch gucken, was wir hier so haben. Ein Haufen Häuser. Also das gehört zusammen, okay. Was haben wir hier? Was? Wie ist das Wertebefinden? Mhm. Schön, schön. Anoras Haus. Achso, das ist die von der Quest eben. Ah, okay. Da schaue ich dann nachher mal vorbei. Da darf man auch rein, okay. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, die meisten sind immer abgesperrt. Jetzt gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Wobei, wir könnten eigentlich auch hier gleich mal reingucken. Ich meine, das muss ja einen Grund haben, dass es nicht abgesperrt ist. Kratzen. Oh. Ihr müsst verschwinden. Dies ist ein Verbrechensschauplatz und nur wir und Rainil Dralas haben Zutritt. Was sucht ihr? Ach so. Die Gilden liegen in einer Reihe mitten im Ort unter den Terrassen nördlich der Kapelle. Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Der Übeltäter hat ja schon seine gerechte Strafe erfahren. Jetzt geht es nur noch um das Klären von Einzelheiten. Ich könnte euch mehr sagen, aber ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid und ob ich euch solche Informationen anvertrauen kann. Oh, ich bin ganz doch. Gut. Jo, schauen wir mal. Magst du das? Magst du das? Magst du nicht? Das magst du auch nicht so. Oh, bitte. Dann haken wir das schon mal ab. Ach, das mochte er. Das mochte er gar nicht. Das mag er so ein bisschen. Ich wünschte, ich könnte das. Ihr seid mal so. Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Also, das ihr gar nicht. Ihr solltet euch was. Bemerkenswert. Bitte. Nichts als leere Worte. Das ihr mag seid er nicht. Das nicht mag er nicht. Bitte. Das mag er nicht. Tolle Geschichte. Auch so. Oh. Ihr macht mir keinen. Das ist jetzt mal ein bisschen scheiße. Ihr seid ab. Das ist ein schönes. Da kann man sogar höher. Sehr gut. Ihr macht mir keine Angst. Meine Güte, guter Abend. Gar nicht witzig. Mhm. Irgendwie kommen wir gerade nicht so ganz voran hier. Eine Top. Ihr seid nichts als. Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Bleibt. Spart euch. Das ist ein. Wirklich? Interessant. So. Schauen wir nochmal, ob noch was denke, geht. Ich kann euch ruhig sagen, jo. Was geschehen ist. Die Spatzen werden es eh bald von allen Dächern pfeifen. Es hat sich herausgestellt, dass Bradon Lirian ein Vampir ist. Oder war. Ohne Rainil Dralas hätten wir das vielleicht nie erfahren. Ich will's euch erklären. In der letzten Woche fanden wir draußen an der Stadtmauer zwei kaum verscharrte Leichen. Beide hatten winzige Einstiche am Hals. Die Leichen waren die von Bettlern, die auf der Suche nach milden Gaben durch die Straßen zogen. Der Vampir dachte wahrscheinlich, dass keiner sie vermissen würde. Zu unserem Glück kam da Rainil in unsere Stadt. Er sagte, er sei Vampirjäger. Also baten wir ihn um Hilfe. Er folgte dem Vampir zu diesem Haus. Als er gegen Mittag das Haus betrat, schlief Bradon gerade. So konnte er ihn gleich an Ort und Stelle erledigen. Bradons Frau war zum Glück gerade außer Haus. Die Arme, sie wusste nicht mal, dass ihr Mann infiziert war. Wir haben den Vorfall untersucht und es stimmt. Niemand kann sich erinnern, Bradon je bei Tage gesehen zu haben. Er ließ sich immer nur nachts blicken.
Mehr kann ich euch nicht sagen, fürchte ich. Ihr seht also, wir brauchen wirklich keine Hilfe. Aber danke für das Angebot. Soweit ich weiß, war er ein guter Mensch. Mich hat das völlig überrascht. Aber Vampire sind ja Meister der Täuschung. Also könnte es schon sein. Ich bin beeindruckt. Nach nur einem Tag hatte er den Vampir bereits ausfindig gemacht. Schätze, deshalb macht er das wohl beruflich. So, aber die Quest wurde nur aktualisiert und nicht beendet. Gucken wir mal ganz kurz. Befragt ruhig die anderen Leute in der Stadt. Sie sollten euch keinen Ärger bereiten. In den Questlog. Also, das ist falsch. Jetzt machen wir mal kurz hier weiter. Also. Okay. Ich habe am Mord des Verbrechens mit Carius Ronelius gesprochen, einem Ermittler der Brumer Stadtwache. Er sagt, dass Raniel unbemerkt in das Haus gelangen konnte und den Vampir dort gegen Mittag im Schlaf getötet hat. Dessen Frau war nicht zu Hause, da sie untertags arbeitet. Darüber hinaus fand man in Bradons Haus die Leiche eines unbekannten Bettlers. Wenn ich diese weiter untersuchen möchte, sollte ich Bradons Frau befragen. Vielleicht könnt ich kann das alles kaum glauben. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Mein Mann war kein Vampir, das ist lächerlich. Keiner will mir zuhören. Verzeiht mir, ich liebte meinen Mann sehr und ihn auf diese Weise zu verlieren, ergibt keinen Sinn. Ich wäre euch für jede Hilfe unendlich dankbar. Das geschieht alles so schnell. Ja. Ich kam erst vor einigen Stunden heim. Ich fand die Tür offen und meinen Bradon tot. Und über ihm stand ein Dunmeer. Ich schrie und rannte auf die Straße. Ein paar Soldaten der Stadtwache müssen in der Nähe gewesen sein, weil sie schnell ankamen. Ich hörte, wie der Dunmeer sich als Rainil Dralas vorstellte. Er meinte, er sei ein Vampirjäger und hinter Bradon her gewesen. Die Wachen schienen Rainil zu kennen, und als sie das Haus durchsuchten, fanden sie im Keller die Leiche eines Bettlers. Die Wachen schickten nach Carius, der hier in Bruma Verbrechen untersucht. Im Handumdrehen hatte Rainil Carius überzeugt, dass Bradon ein Vampir war. Natürlich, die wurde offensichtlich von einem anderen dort platziert. Warum sollte er in seinem eigenen Haus eine Leiche lagern? Das ist doch lächerlich. Und noch etwas. Die Wachen erzählen groß herum, dass nie einer Bradon bei Tageslicht gesehen hat. Natürlich nicht. Er arbeitet nachts, also schläft er tagsüber. Warum macht ihn das zu einem Vampir? Klingt logisch. Das kommt alles von diesem Rainil. Ich traue ihm nicht. Am schlimmsten ist, dass ich mir sicher bin, ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Natürlich behauptet er, noch nie hier gewesen zu sein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Bitte, helft mir, die Unschuld meines Mannes zu beweisen. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Findet ihn und holt die Wahrheit aus ihm raus. Ich schwöre, er lügt. Okay. Ich weiß, ich klinge verzweifelt, aber ich sage die Wahrheit. Verzeihung. So. Bradons Ehefrau Erline berichtet mir von der Unschuld ihres Ehemannes. Sie sagt, dass er lediglich nachts arbeitet und tagsüber schläft. Außerdem verdächtigt sie jemand, die Leiche absichtlich platziert zu haben. Sie schien Raniel, den sie zu kennen vorgibt, in Verdacht bringen zu wollen. Ich glaube, ich sollte Raniel finden und ihm dieselben Fragen stellen. Verzeihung. Ich sollte zuerst alle Herbergen der Stadt untersuchen. Na dann, auf in die Herbergen. Hallo. War hier unten nicht eine? Ja doch, hier ist irgendwie Olafs Bräu und Streu, gell? Jo. Oh, hallo. Womit kann ich euch heute dienen? Ah ja. Ich weiß, dieses Urteil steht mir nicht zu, aber ich glaube, die Soldaten der Stadtwache haben Unrecht. Es ist schwer, sich Bradon als Vampir vorzustellen. Ich könnte schwören, ihn auch schon bei Tage draußen gesehen zu haben. Also, wenn er sich nicht erst vor kurzem angesteckt hat, würde ich sagen, sie irren sich.
Als ich hörte, dass Rhaenyl ihn getötet hatte, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Aber nach eurem Besuch fange ich an, mich zu wundern. Ich gebe solche Informationen für gewöhnlich nicht. Vor allem nicht an Fremde. Na toll. Ich hoffe, es lohnt sich. Ist ja weit unten. Na gut, mal schauen, was wir hinkriegen. Also, die zwei Mager, so halt. Nicht schlecht. Bitte nicht. Das ist ein. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Was immer ihr wünscht, macht euch. Das ist ziemlich gut. Ja, ja, redet nur weiter. Glaubt euch ja doch keiner. Das ist ziemlich gut. Ich glaube es nicht. Ja, seht ihr lügt. Ich glaube es nicht. Ja, wirklich weit kommen wir hier aber gerade auch nicht. Ich glaube euch nicht wirklich. Bitte nicht. Es tut mir leid. Seht ihr? Schauen, ob es 60 reicht. Ich gebe solche Informationen. Okay, dann müssen wir ein bisschen bestechen noch. Jedes kleine bisschen hilft. Gerade so die 70 erreicht. Rhaenyl wohnt oben, im letzten Zimmer am Ende des Ganges. Hier ist der Schlüssel. Ich mochte Bradon und Erlin immer. Sie waren ein nettes Paar. Ich hoffe, ihr findet die Wahrheit heraus. Ich glaube nämlich auch nicht, dass er ein Vampir war. Alles klar, dann gucken wir noch mal. Was liegt hier noch? Also. Ich habe da Nils Raum betreten. Ich soll ihn vorsichtig nach Ungewöhnlichem untersuchen. Ja, viel bringt da was ist hier? Ein Tagebuch. Ach du Scheiße. Ich habe in Rhaenyls Raum in der Herberge ein kleines Tagebuch entdeckt. Anscheinend war er ein Teil einer Abenteurergruppe, die in irgendwelchen Eyelight-Ruinen irgendein Artefakt entdeckt hat. Alle Mitglieder kamen überein, das Artefakt in einer Höhle zu lagern, bis mehr Zeit zu dessen Erforschung verfügbar sei. Jeder von ihnen bekam einen Schlüssel zu der Truhe, in die das Artefakt gelegt worden war. Die beiden anderen Mitglieder der Abenteurergruppe waren Bradon und jemand namens Geleborn. Zur Bestätigung meines Verdachts über Rhaenyl muss ich mehr über Geleborn herausfinden. Vielleicht kann mir Olaf dabei helfen. Ja, das ist im Prinzip die Zusammenfassung von dem Buch hier. Also, das muss ich aber noch mitnehmen. Vielleicht, glaube ich. Nehmen wir mal mit. Achso, zu Olaf sollte ich erst mal. Womit kann ich euch heute dienen? Mal schauen, ob er was über Geleborn weiß. Geleborn? Komisch, dass ihr diesen Namen erwähnt. Rhaenyl meinte, dies sei der letzte Vampir gewesen, den er erlegt hätte. Ja, das stimmt. Irgendwo in Skingrad, glaube ich. Er meinte, er hätte Geleborn ausfindig gemacht und getötet. Deshalb haben ihm die Wachen auch so bereitwillig geglaubt. Die Stadtwache von Skingrad hatte ihnen von Rhaenyl und seinem scheinbaren Erfolg bei ihnen berichtet. Das stinkt doch alles zum Himmel hier so ein bisschen, hä? Sonst kann ich euch nichts über ihn sagen. Er kommt und geht und redet nicht viel. Tjo. Na dann. Ziehen wir mal weiter. Lasst mich einfach wissen, falls ihr noch etwas braucht. So, wo zeigt denn der Questpfeil jetzt hin? Das könnte wieder das Haus sein. Jo, scheint wieder das Haus zu sein. Hallo. Oh, und schon irgendwelche neuen Erkenntnisse bei euren Ermittlungen? Erlin ist jetzt sicher sehr bestürzt. Zumindest ist sie sicher.
Rhaenyl hat uns bestätigt, dass sie nicht infiziert ist. Dass sie nun Rhaenyl der Lüge bezichtigt, ist verständlich. Sie ist so aufgebracht, dass sie alles sagen würde, um den Tatsachen nicht ins Auge sehen zu müssen. Ich schätze, wenn ich herausfände, dass jemand, der mir teuer ist, ein Vampir sein soll, würde ich das auch nicht glauben wollen. Woher wisst ihr das? Ach, zu viele Leute wissen nicht, dass man Obrigkeitsangelegenheiten nicht herumtratscht. Sehr gut. Die Stadtwache von Skingrad hat uns informiert, dass Geleborn vor kurzem von Rhaenyl getötet wurde. Geleborn war natürlich auch ein Vampir. Da bin ich aber anderer Meinung. Was soll das heißen, ihr seht das anders? Das ist eine kühne Behauptung. Wie wollt ihr beweisen, dass Geleborn kein Vampir war? Wir haben ja ein Tagebuch. Ich bin sprachlos. Jo. Jetzt ist alles sonnenklar. Warum sonst hätte Rhaenyl dieses Tagebuch vom Tatort in Skingrad entfernen sollen? Ich habe auch nichts von einem Schlüssel gehört. Rhaenyl muss ihn Bradon abgenommen haben, bevor wir dazukamen. Zwei unschuldige Männer wurden getötet und einer dieser Tode ist meine Schuld. Ich kann es nicht fassen. Ich werde die Wachen rufen und mit ihnen die Stadt nach ihm durchkämmen. Treffen wir uns in einer Stunde in Olafs Bräu und Streu. Geht klar. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja, ich glaube, Bradon hatte den Namen mal erwähnt. Er gehörte zu der Bruderschaft, die er mit Rhaenyl gegründet hatte. Ich weiß, ich klinge verzweifelt. Na dann, so eine Stunde müssen wir jetzt warten. Ja, wir haben 5.44 Uhr, alles klar. Gucken wir uns so lange hier mal noch ein bisschen um. Da waren wir ja noch nicht fertig. Hier stehen auch noch ein paar Häuschen. Haus zum Verkauf. Mal schauen, was es kostet. Benlins Haus. Lyra Rosentias Haus. Oh, hier, das sieht nach einem Schmied aus. Jetzt habe ich allerdings, glaube ich, schon alles verkauft, was wir hatten, gell? Jo. Okay. Aber hier ist auf alle Fälle noch ein Schmied, gut zu wissen. Hier haben wir Magiergelder. Im Schild nach zu urteilen. Jo, Magiergelder. Na gut, Magiergilde machen wir jetzt aber noch nicht, die kommt später. Was haben wir hier? Kämpfergilde, die kommt auch später. Möchte ich natürlich alles noch machen mit euch. Kronmund, okay. Jetzt aber erstmal noch weiter Bruma ein bisschen erkunden. Hier oben waren wir ja schon, da waren die ganzen Läden und so weiter. Und dann fehlt eigentlich nur noch eins. Oh. Guten Abend. Wachablösung, hm? Fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich das Schloss. Wie geht es euch? Joa. So, wer bist du? Schönen Tag, ich bin Tolgan, Herold der Gräfin Narina Carvain. Habt ihr bemerkt, dass die Wachen die Stadt durchstreifen, als suchten sie jemanden? Was das wohl alles soll? Das könnte ich dir verraten. Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends um 6 Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr dürft euch auch gerne in der großen Halle aufhalten, während ihr wartet. Schönen Tag. Schönen Tag, ich bin Tolgan. Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist er vor kurzem hier in Bromar aufgetaucht. Doch damit nicht genug. Er hat in unserer Mitte sogar schon einen Vampir ausgemacht. Offenbar zählte Bradon Lirian zu diesen widerwärtigen Kreaturen. Also hat Rhaenyl ihn erledigt. Doch es ist schon merkwürdig.
Ich hätte nie gedacht, dass Bradon ein Vampir sein könnte. Er schien ein netter Kerl zu sein. Nochmal Quests aktualisiert. Na gut, dann gucken wir uns das doch mal schnell an. Also, erst hier. Habt eine gute Reise, gnädiger Herr. Dankeschön, du auch. Irgendwie hat er jetzt, weiß ich nicht, die Quest nochmal... Ja, egal. So, wie wo ist es denn? Perfekt, eine Stunde ist vorbei. Das Wertebefinden? Dann sollten wir uns eigentlich jetzt schon mit ihm treffen können. Eine Stunde ist rum. Hallo! Grüße! Was? Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Uns stehen schwere Zeiten bevor. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Und seiner Erben hätte ändert das gedacht. Alles. Ich denke erst gar nicht darüber nach. Einen solch gelehrten Rat wird sich der Sache zu haben. Was? Wenn ich noch etwas... Irgendwie? Lasst Hallo. Mich einfach Wir wissen, sprechen, falls ihr noch etwas braucht. Kaiser. Ja. Nehmt eure Pause. Gut, ihr seid nun außer Dienst. Es wird allmählich Zeit. Was ist das denn? Wie geht es euch? Nö, dich suche ich nicht. Ach, hier kommt er. Ich habe euch viel zu sagen. Nachricht. Bevor ich hier ankam, erhielt ich eine Nachricht von einem unserer Kundschafter, die die Straßen überwachen. Er hatte Rhaenyl gesehen, wie er Brumar gen Westen verließ. Der Kundschafter versuchte ihm zu folgen, verlor ihn jedoch in den Bergen. Die einzige Höhle im Westen, auf die die Beschreibung in Gellebruns Tagebuch passt, ist die Borealsteinhöhle. Das muss sein Ziel sein. Ihr müsst dorthin, bevor er sich das Artefakt, das sich dort befinden muss, holt und sich von dannen macht. Ich lasse die Stadtwache in Brumar, da Rhaenyl nicht weiß, dass wir hinter ihm her sind. Sehe er einen Wachposten, könnte er in Panik verfallen und flüchten. Ihr seid im Moment meine einzige Hoffnung. Ihr habt meine Erlaubnis, alles Notwendige zu tun, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn er sich nicht ergibt, wisst ihr wohl, was zu tun ist. Beeilt euch. Ich fürchte, ihr habt höchstens einen Tag, um ihn aufzuhalten. Alles klar, dann düsen wir gleich los. Bereit euch. Die haben wir ja zum Glück schon gefunden. Dann können wir auf dem Rückweg vielleicht auch gleich noch gucken, ob der Legionsforester noch da liegt. Den wollte ich eigentlich noch looten. Glückwunsch. Ich dachte mir schon, dass ihr früher oder später darauf kommen würdet. War zu dumm von mir, das Tagebuch liegen zu lassen. Das stimmt. Ich sah euch in Olafs Bräu und Streu eintreten, bevor ich es mir holen konnte. Da wusste ich, dass ich aus Brumar verschwinden musste. War alles nur eine Frage der Zeit, bis ihr oder Karius es erkannt hättet. Egal. Nachdem ich euch getötet habe, kann ich mit der Vampirjägermasche aufhören. Ganz sicher nicht. Das ist sehr schade. Ich bin überrascht, dass Karius nicht die gesamte Stadtwache hergeschickt hat. Obwohl, die hätte ich schon von Weitem gesehen. Ich wollte hier für eine Weile untertauchen und dann weiterziehen. Wie gesagt, ich hatte euch unterschätzt. Mir bleibt keine andere Wahl. Entweder kämpfe ich mit euch um meine Freiheit, oder ich ergebe mich und vermodere im Stadtkerker. Da verteidige ich lieber meine Freiheit. Eine Chance gebe ich dir noch. Ja, das stimmt wohl. Also dann genug nicht. Geredet. Nur einer von uns soll diesen Tag überleben. Viel Glück. Hm.
Ich habe Raniel in der Borealsternhöhle gefunden. Er wollte sich nicht ergeben, sondern griff mich stattdessen an. Ich musste ihn in Notwehr töten. Nun kann ich das aus Geleborn, nein, das in Geleborns Tagebuch erwähnte Artefakt aus der Truhe holen. Joa, können wir noch ein bisschen looten. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Als ich die mit Wasser vollgelaufene Truhe mit den drei Schlüsseln öffnete, erkannte ich, dass es sich bei dem Artefakt um ein Amulett handelte. Es sieht ziemlich unscheinbar aus und ich kenne seine Funktion nicht. Ich denke, dass es am besten wäre, es zu Erlin Lirian zu bringen und sie zu fragen, was ich denn damit anstellen soll. Alles klar, das nehmen wir mit. So, dann gucken wir mal gleich noch ein bisschen weiter in der Höhle, ob es noch irgendwas Schönes gibt hier. Hier ist noch eine Kiste. Schwacher Trank der Anmut. Geschicklichkeit wiederherstellen. Mhm. Was gibt's hier noch? Nichts. Ah doch, hier ist noch eine Truhe. Mit Gold. Nehme ich auch mit. Warum nicht? So, war's schon mit der Höhle. Mehr gibt's nicht. Wobei es auch wirklich mal interessant wäre, was passiert, wenn man vor Questbeginn hier reingeht. Kriegt man die Quest dann trotzdem? Tötet man ihn gleich? Oder läuft es anders? Oder ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante, ist, dass er wahrscheinlich einfach gar nicht da ist. Ich habe dir nichts getan, nicht auf mich. Gut. Ach, das ist der andere von den beiden. Er ist mir nur ein bisschen zu schnell. Jetzt muss ich ja ganz kurz gucken. Noch ein Stückchen nach da muss ich. Das sollte nämlich eigentlich noch der andere liegen hier bei dieser Ruine. Dann nehme ich das nämlich gleich mit. Nach Bruma selber kann ich ja dann Schnellreise machen. So, hier haben wir nämlich die Ruine und hier müsste noch irgendwo... Ah, Riel. Da hüpft er auf einmal um die Ecke. Hier. Liegt da so... Ne, doch. Liegt da sogar noch. Sehr gut, die Lederstiefel, das nehmen wir alles mit. Kann man alles verscherbeln. So. Und jetzt reisen wir schnell nach Bruma. Zum Schloss. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So. Ja, genau. Ich habe jetzt kurz überlegt, was wir eigentlich gerade machen, aber... Otsch. Seid gegrüßt. So. Ich habe gebetet, dass ihr schnell zurückkehrt. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Ja, er ist tot. Ich wusste, ich kannte Rainiel. Ich glaube, als ich Bradon vor vielen Jahren kennenlernte, stellte er ihn mir vor. Sie gehörten beide zu einer Art Bruderschaft. Sie zogen durch Cyrodiil auf der Suche nach legendären Schätzen. Er hörte damit nur auf, weil wir heirateten und eine Familie gründen wollten. Ich fürchte, damit ist es dank Rainiel nun vorbei. So, wir haben ein Amulett gefunden. Vor langer Zeit gab ich Bradon ein Versprechen. Ich versprach, nie jemandem zu sagen, was ihr nun erfahren sollt. Doch da ihr seinen feigen Mord gerecht habt, bin ich sicher, dass Bradon verstehen würde, warum ich diesen Pakt jetzt für euch breche. Bradon erzählte mir von diesem Amulett, als sie es einst aus einem fernen Land mit nach Hause brachten. Er vertraute nie einem anderen in der Gruppe. Und bevor er den Schatz in der Höhle versteckte, belegte er ihn noch mit einem Zauber.
Diese Magie verschleiert die wahre Identität des Gegenstandes. Es bedarf nur eines einfachen Befehlswortes und das Amulett nimmt wieder seine wahre Gestalt an. Nein, er fürchtete stets, dass es dazu kommen würde. Er lehrte mich das Wort für den Fall, dass er sterben sollte und ich in den Besitz der Schlüssel käme. Nur wenn die anderen Mitglieder von Bradons Gruppe noch am Leben wären und ich dem Tode nahe, sollte ich ihnen sagen, was ich weiß. Wenn ihr mir das Amulett gebt, will ich euch zeigen, was ihr erhalten habt. Na dann, nur zu. Habt Dank. Ich werde das Wort jetzt sagen. Bruderschaft. Hier habt ihr das Amulett zurück. Es ist so wunderschön wie an dem Tag, an dem ich es das erste Mal sah. Behaltet es, da ich keine Verwendung mehr dafür habe. Ich bin mir meines Wunsches sicher. Auch wäre es bestimmt in Bradons Sinne. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Ich hoffe, das Amulett beschützt euch auf all euren Wegen. Dankeschön, das ist ja lieb. So. Ich bin froh, dass er tot ist. Ich weiß, ich sollte so etwas nicht sagen, aber ich denke, ihr versteht mich. Aber natürlich. Na dann, mach's gut. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Das gucken wir uns jetzt aber natürlich gleich mal noch kurz an. Guten Abend. Hier. Schnelligkeit 5 Punkte an selbst. Joa. Warum nicht? Was haben wir eigentlich für Stiefel an? Mit Stiefel. Das wollen wir jetzt mal alles noch verkaufen. Beziehungsweise machen wir Schluss. An dieser Stelle. Ist doch schon wieder länger geworden als geplant. Ja, das war's soweit erstmal mit Bruma für diese Folge. In der nächsten geht's hier weiter. Wir haben ja noch die Quest offen mit diesem, mit dieser Anora und dem Jurundr. Die werden wir uns auf alle Fälle noch zu Gemüte führen. Und was dann noch so kommt, ja, lassen wir uns überraschen. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zu einer weiteren Runde von Oblivion. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.